übrigens eine junge Frau, die mit einem Loch im Zwerchfell geboren wurde, die sich 2013 den Rücken gebrochen hat und jetzt zu diesen sportlichen Leistungen, die sie uns ja vielleicht jetzt hier auch präsentiert, imstande ist. Das ist Wahnsinn. Boah. Ich kann da nicht anders, als genau dieses Wort zu sagen. Das ist guter Schwung jetzt. Boah, was ein Schwung. Zack. Was mir auffällt bei den anderen Athletinnen und Athleten aus den anderen Ländern, dass sie das häufig nicht so weich abfangen. Das heißt, extrem stark ja. sich drehen. Also die holen den Körperschwerpunkt nicht wie viele andere nach oben. Mhm. Also näher an diesen Korkenzieher und dadurch würde die, ja, wie du es gerade sagst, Fliehkraft ein bisschen weniger. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal anders. Entweder von Jesse Labrek oder aber dann danach von Aline Schüssler. Dann kann man vielleicht nachvollziehen, was wir meinen, wir beiden Klugscheißer hier auf der Moderationsposition. Aber wir sind dazu da, das zu beurteilen, zu bewerten und nicht es besser zu können. Das ist immer ganz wichtig. Boah, die ist gut, ne? So, der Übergang jetzt ist wieder der ganz schwierige. Aber Last Woman Standing in Australien, eine super gute Frau. Also, das ist eine Ansage hier für die Amerikanerin und für Aline Schüssler, die zum Abschluss hier für Deutschland in den Parcours geht. Ja, beschreibt genau, das hing dann nur noch an einer Hand, lässt aber im richtigen Moment los. Ja, aber das sah dann doch noch sicher aus. Ja, hatte ich auch das Gefühl, aber ich glaube, sie überrascht das trotzdem, dass sie das noch halten konnte. So, wie sieht's an diesem... Und da hat sie natürlich als Frau wieder Reichweitennachteile, ne? Das ist einfach so 1,66 Meter groß. Ja, Lukas hat das eben gut gelöst, indem er sich, die Stangen sind ja schon sehr flexibel, immer wieder Schwung geholt hat, dass die da sehr nah ranschwingen an die nächste. Sie nutzt das hier als Pause und hier sieht es noch gut aus. Die Abstände werden aber andere. Ja, die ist fit. Ja, ach! Mal gucken, wie die da drin Pause macht. Ich habe es auf den Punkt gebracht, oder? Absolut. Viele zu Hause an den Bildschirmen werden gesagt, Mensch, diese war fit. Und dann sage ich das. Ich sage das schon seit Wochen, Staffel 7 ist deine Staffel. Aber eigentlich dachte ich, es seien die der Frauen. Boah, was ist mit der los? Guck mal, oben ist der Abstand noch geringer, deswegen geht die noch höher. Noch geringer. Was soll das denn? Noch geringer, ist hier so gering. Oh, ist die gut. Und jetzt geht sie rüber. Und dann geht die den Kamin hoch. Die fliegt da ganz rüber, ich schwör's dir. Nee! Nein! Ich habe echt gedacht, die versucht den Flug da durch die letzten beiden Stangen weil durch. Weil sie so hoch war, dass das gut möglich gewesen wäre. Aber jetzt erstmal eine Ansage. Du hast gerade auch schon gesagt, an die USA und an Deutschland. Das muss man erstmal machen. Ja. Ganz, ganz starker Auftritt. Fang du an. Hallo, ich bin YouTube. Hallo, ich bin. Wo sind wir denn noch zu? RTL Plus! RTL Plus gibt's uns auch! Ganze Folgen! Oh mein Gott! Ganze Staffel! Ja, und Ausschnitte bei YouTube. Also hier klicken und da klicken. Also du bist YouTube und ich bin RTL Plus. Ja. Und das hier ist Ninja Warrior Germany. So sieht's aus.